Hallo und herzlich willkommen hier bei YouTube, Facebook, Twitch. Herzlich willkommen zu einem Livestream. Wieder unangekündigt, wieder eine andere Uhrzeit. Ich lerne das noch. Also, ihr Lieben, herzlich willkommen. Ich öffne den Chat für uns. So, die sicherste Schutztechnik. 100% Ich Schutz. öffne den. Sofort. Ich öffne jetzt noch hier kurz auf Instagram den Chat. Hallo, herzlich willkommen bei Instagram. Hier sieht er Enrico Calvini heute mit einem Video, in der es um eine Schutztechnik geht, 100%iger Schutz sofort. Hallo, hallo, hier ist Enrico Calvini. Heute geht es darum, 100%iger Schutz sofort. Wichtiges, wichtiges Thema. Ich sehe, wir sind online bei YouTube, wir sind online bei Twitch. Ich glaube, das mit Facebook kann ich vergessen. Ich warte noch einen kleinen Moment. Ich werde euch heute eine Schutztechnik vorstellen, die euch 100%igen Schutz bietet. Das ist eine sehr besondere Technik, eigentlich sehr einfach. Findet jedoch nicht ganz so viel Beachtung, obwohl das eine Technik ist, die euch tatsächlich zu 100% schützen wird. Es ist eine Form einer Meditation bzw. geistigen Versenkung. Es ist eine Schutztechnik, die euch dabei hilft, in eurer Mitte zu bleiben, in eurer Balance zu bleiben, die eure Energiekörper schützt, die euer Wohlergehen schützt, emotional, mental, psychisch im Allgemeinen, spirituell. Ist auf jeden Fall Full Power. Wir werden diese Meditation heute auch kurz zusammen durchführen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, eine quasi kurze Version davon. Man kann diese Meditation in allen Längen durchführen. Und ich sage genau dazu heute was. Zum Schutz für die Lichtkörper, für die Seelen, liebe Brina, herzlich willkommen. Es bezieht sich direkt und indirekt auch auf die Videos der Reihe, die ich ja hier veröffentliche seit vielen Jahren. Speziell auch auf das Video, welches ich letztens mit euch geteilt habe, die Reinigung der vierten Dimension, wo ich euch davon berichtet habe, dass die vierte Dimension kleiner wird, beziehungsweise nicht kleiner wird, dass sie sich ausrichtet und in der fünften Dimension quasi neu ausrichtet. Es gibt hier eine Reinigung, so könnten wir das bezeichnen. Die eigentliche Geistdimension, der eigentliche Mind, wird in seiner vollkommenen Schönheit wiederhergestellt. Das verursacht natürlich für viele Bewohner dieser Dimension, die hier vielleicht nicht ganz so lichtvolle Absichten hatten, aber trotzdem Geist genutzt haben, verursacht natürlich eine Menge Turbulenzen. Und diese Turbulenzen, die werden auch spürbar. Hin und wieder. Ein Großteil, ich habe mit vielen Schamanen jetzt in den letzten Tagen, Wochen auch gesprochen, auch mit vielen Geistheilern und General Medien aus dem Bereich, die mir das auch bestätigt haben, diese Neuausrichtung dieser Dimension, die auch noch Sachen ergänzt haben, die mir so noch gar nicht aufgefallen sind. Zumindest wurde mir aus mehreren Quellen bestätigt, dass diese Reinigung der Dimension tatsächlich läuft.
Und dass es da tatsächlich auch aktive Kräfte gibt. Das ist sehr erfrischend zu hören, dass das nicht einfach von alleine passiert, sondern dass wir da anscheinend jetzt gewisse kritische Massen erreicht haben. Im wahrsten Sinne des Wortes kritische Massen. Entschuldigt, das ist die Hafermilch. Die schleimt ein bisschen. Habe ich vorher nicht dran gedacht. Da lassen wir uns aber nicht davon aufhalten. Trinke ich eigentlich noch nicht. Wisst ihr, meistens habe ich ein Wasser hier. Aber irgendwie hatte ich heute halt Bock auf so eine Milch. Aber für alle Sänger unter euch und Leute, die gern singen, wenn das schön klingen soll, lasst vorm Singen unbedingt Nüsse, fettige Speisen oder Milch, milchähnliche Produkte weg. Das belegt die Stimmbänder. Und dann müsst ihr das immer so abhusten, wie ich gerade. So, also die sicherste Schutztechnik, 100%iger Schutz, sofort. Bevor wir anfangen, können wir heute einige Fragen beantworten, beziehungsweise stellt mir gerne erstmal eure Fragen. Ich schaue mal, ob die direkt abgedeckt werden, beziehungsweise ob ich da vielleicht vorher noch ein, zwei Kleinigkeiten dazu erzähle. Hallo lieber AJ, hallo liebe Jasmine, hallo lieber Bitcoin Nomad, schön, dass du dabei bist. Ja, apropos Bitcoin, Bitcoin steigt, endlich. Schöne Sache, da kann man auch mal ein, zwei Tage traden ausfallen lassen. Obwohl heute, glaube ich, schon wieder fast 5% gepumpt. Das ist eine krasse Sache. Ich glaube, wir sind heute von 42.000 auf fast 45.000. Das ist ein ordentlicher Jump. Wenn man das tradet, kann man satte Gewinne mitnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Fee schreibt, ich bin elektrohypersensibel und wohne mitten in der Freiburger Innenstadt neben vier Mobilfunkantennen auf dem Nachbarhaus. Was empfiehlst du gegen Elektrosmog, außer aufs Land zu ziehen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die beantwortet sich tatsächlich eben auch durch die Schutztechnik, die ich dir gleich vermitteln werde. Gehe ich drauf ein. Schönes Beispiel, wir können das direkt als Beispiel auch mal benutzen. Dann gehen wir da mal drauf ein. Denn wenn ich schreibe 100%iger Schutz, dann ist das tatsächlich, Jasmine schreibt umziehen, genau, dann ist das tatsächlich auch so gemeint. Wir müssen hier allerdings das Pferd von hinten aufzäumen. Du wirst doch gleich wissen, worauf ich hinaus will, liebe Faye. Denn umziehen auf der Oberfläche bringt jetzt indirekt vielleicht erstmal eine Momentlinderung. Hier muss aber etwas ganz anderes geschehen, damit das auch nachhaltig ist. Denn wir wollen ja nachhaltig etwas verändern und beziehungsweise auch nachhaltigen Schutz, um das mal so zu sagen. Und deine Nachhaltigkeit, darum geht es nämlich heute auch so ein bisschen. Ihr werdet auch gleich merken, worauf ich hinaus will. Ihr Lieben, ihr wisst ja, dass wir ein Energiesystem in unserem Körper haben. Viele von euch wissen das. Chakrasystem, wie man das auch immer nennen mag. Und ach, mein Wasser. Dankeschön. Das ist die Assistenz. Super Sache. Danke, Jasmine. Großartig. Na dann, auf die Flasche Wein. Das ist ein Elixier. So. Ihr wisst ja, dass wir ein Chakrasystem haben. Viele von euch kennen das. Ich bleibe jetzt erstmal bei den sieben Hauptchakren, denn die sind erstmal sehr wichtig, um mit denen zu arbeiten. Und das Spannende an diesen sieben Chakren ist es eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ist es,
dass die, wenn sie arbeiten, arbeiten sie als ein großes Chakra. Was ist damit gemeint? Wir haben drei erdzugewandte Chakren, die sich dem Irdischen sozusagen öffnen. Das ist das Wurzelchakra, Körperüberleben, das ist das emotionale Chakra, emotionales Empfinden, Freude, Schmerz, Liebe, Lust und so weiter. Und das ist das geistige, mentale Chakra. Auch das wendet sich dem Irdischen zu, denn das Geistige hat tatsächlich ziemlich einfache Aufgaben wie Herdplatte heiß, keine 10-mal hinfassen, also nicht den Homer-Simpson-Effekt, 15-mal in die Steckdose fassen auch. Hier haben wir also die irdischen Chakren. Und dann haben wir sozusagen die kosmischen Chakren, die drei oberen Chakren. Dazu gehört die Kommunikation. Kommunikation kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Sie kann intern stattfinden, als Dialog oder als Monolog mit sich selbst, als Dialog mit dem Geistführer. Dafür kann das Kommunikationschakra gebraucht werden. Sie kann aber auch nach außen gerichtet sein, so wie ich das gerade mache. Ich kommuniziere nach außen jetzt mit euch. Und das ist das Kommunikationschakra. Dann haben wir das visuelle Chakra. Auch hier haben wir nach innen und nach außen gerichtete Wahrnehmung. Das heißt, wir können im Außen Dinge wahrnehmen. Logisch, die rote Ampel, die grüne Ampel, das Haus, das Auto, der Baum, die Frau, der Mann, das Kind und so weiter. Das sehen wir alles im Idealfall, wenn alles gesund ist. Gleichzeitig geht der Blick aber auch nach innen und wir können vor unserem inneren Auge Bilder sehen, empfangen, wahrnehmen. Und dieses äußere Sehen und auch dieses innere Sehen sind sehr wichtig. Und dann gibt es noch das Kronenchakra, das sich zum Kosmos hin öffnet. Und hier haben wir jetzt ja quasi nicht das Auge oder den Kehlkopf. Hier haben wir jetzt eher mit religiösen Themen zu tun. Und das ist dann tatsächlich hauptsächlich ein inneres Wahrnehmen von Ideen, Wahrheiten, Botschaften, Führung, göttlicher Führung, die Führung durch das höhere Selbst und so weiter. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich gerade ein Chakra einfach erstmal geskippt habe. Also wir haben die drei irdischen Chakren, wir haben die drei kosmischen Chakren und in der Mitte zwischen diesen drei Chakren befindet sich das Herzchakra. Und dieses Herzchakra, das habe ich schon oft erwähnt, wenn nicht sogar immer wieder in den letzten Jahren, ist der Schlüssel zum kompletten Chakrasystem. Und dieses Herzchakra aktiviert eigentlich euer Chakrasystem als Ganzes oder deaktiviert euer Chakrasystem als Ganzes. Und natürlich nimmt man noch gewisse Formen von Botschaften auch auf. Das sind ja quasi Informationskanäle, die Chakren. Jedoch werden die Botschaften stark eingefärbt, beziehungsweise stark interpretiert oder verzerrt. Und es entsteht kein wirklich ganzheitliches Bild, wenn wir nur mit dem einen oder nur mit dem anderen Chakra die Welt filtern. Einfaches Beispiel: Es gibt Menschen, da geht es tatsächlich den ganzen Tag ums Überleben. Wo kommt das nächste Geld für die Miete her? Wo wohnen sie übermorgen? Wie bezahlt man jetzt das Essen? Muss man klauen gehen, weil man Hunger hat? Also wirklich Basic Wurzelchakra. Ein anderes Beispiel, sehr vertreten in unserer Gesellschaft auch immer noch, ist die Wahrnehmung ausschließlich durch das emotionale Chakra. Da ist alles emotional, alles, was man macht, basiert rein auf Gefühlen. Fühlt sich das gut an, fühlt sich das schlecht an? Wie fühle ich mich? Meistens kommt dann auch nicht mehr viel. Da gibt es dann selten noch die Frage, wie fühlt sich der andere? Da bräuchte man dann noch ein etwas höheres, einen etwas höheren Zugang zur Wirklichkeit. Ja, sehr viele Menschen nehmen tatsächlich durch dieses zweite Chakra die Welt wahr. Ausschließlich über das Genussempfinden, Pleasure. Und ein Großteil unserer Gesellschaft, das sehen wir, nimmt die Welt durch das geistige Auge, durch die geistige Linse wahr. Das sind natürlich alles nur Fragmente. Der Denker, der pure Denker, hat natürlich nicht recht,
Und der Liebende, der pur, also der Liebende, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, der einfach nur Fühlende, oh, ich fühle da mal rein, wie sich das anfühlt, der ist meistens genauso in die Irre geführt und wirkt auch meistens genauso wässrig oder schwammig, weil eine gewisse Integralität, eine Integration von anderen Realitätsbestandteilen zu fehlen scheint. Das gleiche gilt auch für die irdischen Chakren. Ich muss etwas weiter ausholen, damit die Technik, die ich euch vermittle, auch sinnvoll wird. Das gleiche gilt tatsächlich auch für die kosmischen Chakren. Es gibt Leute, die reden den ganzen Tag. Sehr viel. Alles, was ihnen gerade einfällt, kommt hier raus. Teilweise komplett ungefiltert. Das muss dann auch nicht immer sinnvoll oder schön sein oder freundlich. Das kann sogar ziemlich anstrengend sein, auch für die Umgebung. Andere Leute hören nur zu, sagen nie was, schweigen sich bis ins Grab und man weiß nie so richtig, kommuniziert er heute nochmal oder denkt er sich seinen Teil? Und die glauben im Prinzip, dass man mit Schweigen auch aus einer Kommunikation ganz gut heraustreten kann. Aber alles ist ja auch eine Form der Kommunikation und auch da merkt man schon, auch das ist wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Das gleiche gilt für Hellseher, die ausschließlich über die Hellsicht versuchen, die Welt zu erschließen. Ganz gefährliche Sache sind Leute, die alles nur noch über die Hellsicht versuchen zu interpretieren. Deren komplettes Weltbild baut auf reiner Hellsicht auf. Sprich auf Vision mit schwimmendem Übergang zu Fantasie. Fließende Übergänge und das ist dann sehr, sehr häufig sogar. Da wird es dann langsam sogar gefährlich auch für das Umfeld. Denn wenn dann jetzt zum Beispiel so ein Mensch, der ausschließlich aus dem dritten Auge und aus dem zweiten Chakra lebt, ne, diese Chakras arbeiten analog, also Wurzelchakra ist analog dem Kommunikationschakra, Sakralchakra ist analog dem dritten Augechakra, Solarplexuschakra ist analog dem Kronenchakra. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Mensch ausschließlich aus dem zweiten Chakra lebt, sprich Emotion und Hellsicht, dann könnte das ziemlich schwierig werden. Denn wenn der einen schlechten Tag hat oder die, dann sind die auch mal ganz schnell damit, allen möglichen Leuten alles Mögliche zu attestieren, was sie da gerade hellsichtig wahrgenommen haben. Und dann wird es langsam kompliziert. Und das Gleiche gilt aber auch für religiöse Fanatiker, die die ganze Zeit der Meinung sind, sie sind jetzt von Gott beauftragt, heilige Kriege zu führen. Das hat verschiedene Ausmaße. Messias-Komplex ist ein anderes typisches Phänomen. Leute, die glauben, sie sind der Auserwählte, die Auserwählte und müssten jetzt die Welt retten, erwecken und so weiter. Also ihr seht schon, jedes Chakra kommt auch mit einer ganz krassen Schwäche. Wenn man das isoliert nutzt, beziehungsweise wenn man in dieser fehlgeleiteten Annahme glaubt, das ist das vollständige Bild der Welt. Ein Chakra hingegen in unserem System, so scheint es mir zumindest, ist jedoch unfehlbar. Und das heißt nicht, dass das vollkommen sofort vorhanden ist. Und dieses Chakra ist das Herzchakra. Und ja, es gibt Menschen, die haben ein sehr kleines Herz. Es gibt Menschen, die haben ein sehr verletztes Herz. Auch da ist es dann natürlich mit Vorsicht zu genießen. Jedoch die Meditationstechnik, die ich dir gleich zeigen werde, die wird dein Herz nicht nur öffnen, die wird dein Herz stärken und im gleichen Maße heilen. Und aus dieser Öffnung, Stärkung und Heilung heraus entsteht ein Schutz, das ist schon jenseits von Magie, denn Magie befinden wir uns im vierdimensionalen Bereich. Hier arbeiten wir mit einer Dimension, einem Portal, einer Kraft, die eben jenseits der vierten Dimension liegt. Das ist eine völlig andere Wahrnehmungs-,
Ebene. Und diese Wahrnehmungsebene liefert uns eben dann die nötige Energie, um eben unseren Schutz, unser Vorankommen zu gewährleisten. Und dieses Herzchakra ist nicht umsonst in der Mitte. Es gibt drei verschiedene Darstellungen des Davidsterns. Der Davidstern ist in vielen magischen Traditionen und in vielen Mythologien weltweit ein Symbol für eben diese Wahrheit, dieses tiefe Wissen um die Kraft des Herzens. Und die erste Darstellung, die kennt jetzt fast jeder, das ist der Davidstern, wenn die Dreiecke gekreuzt sind und in der Mitte dieses Sechseck entsteht mit den sechs Zacken. Das kennt, glaube ich, jeder. Nicht zu verwechseln mit dem Pentagramm. Das ist im Prinzip ein Symbol für die Verschränkung, das obere Dreieck und das untere Dreieck, welche sich treffen, für die Verschränkung der oberen drei und der unteren drei Chakren. Und durch eben die Kommunikation des Kosmischen mit dem Irdischen und das Fließenlassen der kosmischen Energien in das Irdische und der Aufstieg der Energien aus dem Irdischen ins Kosmische, entsteht auf der Herzebene eben ein Informationsaustausch als auch eine Form von Energiefluss, die eben jenseits der Magie ist. Dieser Ausgleich der Dualität und auch Polarität ist eben essentiell, um zu verstehen, wie überhaupt diese Meditation wirkt. Was ich hier beschreibe, ist teilweise schon nicht die Meditation selbst, aber es ist erforderlich, die Grundfunktionsweise unseres menschlichen Energiesystems zumindest in Ansätzen so weit nachzuvollziehen, dass wir auf allen Informationsebenen, eben auch auf der geistigen Ebene, in der Lage sind, nachzuvollziehen, was da passiert. Ein zweites Symbol des Davidsterns ist es, wenn die beiden Dreiecke wie ein Kelch aufeinander stehen. Da haben wir das untere Dreieck und direkt auf der Spitze haben wir das obere Dreieck. Das ist der Kelch. User schreibt, ja, es sind Zeichen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Das Dreieck, welches nach oben zeigt, wie eine Pyramide quasi, verzeiht mir dieses Zeichen. Das sind heilige Zeichen, die hier zum Beispiel auch von Logen genutzt worden sind. Das Dreieck, das nach oben zeigt, das ist das Symbol für das Männliche, der Speer quasi. Und das Dreieck, das nach unten zeigt, das ist das Symbol für den empfangenen Kelch, die Weiblichkeit. Somit ist in dieser Form der Mythologie oder Chakralehre, in diesem Fall sind die irdischen Chakren weiblich, beziehungsweise das irdische Selbst ist weiblich, das Empfangen der Kelch und es empfängt den kosmischen Geist. Das dritte Symbol, was wir für das Herz kennen, beziehungsweise für die Fähigkeit des Herzens, ist die Raute. Die entsteht, wenn die Dreiecke sich so verschieben, dass auf den Grundseiten der Dreiecke der Abschluss stattfindet. Sprich, das männliche Dreieck ist oben und das weibliche Dreieck ist unten. Dann entsteht die Raute. Das ist jetzt nicht essentiell, das alles nachzuvollziehen, aber es ist wichtig zu sehen, wo eben ein Großteil dieser Symbole herkommt und was damit eigentlich gemeint ist. Hier geht es eben um verschiedene Formen, eben von Polarität, Dualität oder eben auch Integration. Und da sehen wir zum Beispiel selbst, dass es in der
Dualität sogar noch Polarität gibt, beziehungsweise in der Polarität Dualität. Zum einen haben wir die überkreuzten Dreiecke, die die Einheit darstellen, die Einheit aus irdischen und kosmischen. Wir haben hier aber eben auch zwei Möglichkeiten, wie die Energien getrennt sein können. Zum einen, dass sie auf der Spitze stehen oder eben, dass sie auf der Grundfläche aneinander ruhen. Die Geometrie ist ein wichtiger Bestandteil in vielen Ausbildungen, auch im Yoga. Soll jetzt aber gar nicht so zum Thema werden. Ihr Lieben, habt ihr vorab noch eine kurze Frage oder wollen wir mal direkt mit der Meditation anfangen? Okay, ich werde dann fragen, wenn es da welche gibt, gerne noch zum Schluss beantworten. Genau, warum ist es jetzt also eine Schutztechnik? Das geschlossene Herz ist das, was uns verwundbar macht. Und das offene Herz ist das, was uns langfristig gesehen, wenn wir nachhaltig denken, unverwundbar macht, unverwüstlich. Denn dann kann eine Kraft aus uns heraus wirken, die eben jenseits von Magie wirkt. Und dies ist ganz gut, wenn man das weiß und wenn man vor allem auch sich darauf besinnt, welche Dimension über der anderen liegt, beziehungsweise welche Dimension die nächste Dimension in sich einschließt und somit ihr das Gesetz aufprägt, muss man so sagen. Ihr Lieben, schließt eure Augen und holt einmal tief Luft. Haltet die Luft an und atmet vollständig wieder aus. Holt noch einmal tief Luft. Haltet die Luft an. Und atmet vollständig wieder aus. Ihr könnt diesen Zyklus des Atems gerne 5 bis 10 Mal hintereinander durchführen. Wir führen jetzt noch einen dritten Atemzug durch. Holt tief Luft. Haltet die Luft an. Und atmet vollständig wieder aus. Und als nächstes konzentriert ihr euch direkt auf den Punkt eures Schlüsselbeins, dort, wo ihr das Herzchakra wahrnehmt. Ihr konzentriert euch auf diesen Punkt. Ihr spürt ihn möglicherweise auch im hinteren Bereich der Wirbelsäule zwischen euren Schulterblättern. Ihr atmet weiter tief ein und aus. Ihr konzentriert euch auf diesen Punkt in eurem Innersten, auf euer Herzchakra, auf euer Herz. Und ihr bittet euch selbst, euer höheres Selbst, Gott, Göttin, euer Herz vollkommen zu öffnen. Es könnte sein, dass bei einigen da Tränen fließen, der Reue, des Schmerzes,
der Vergebung. Bittet darum, euer Herz vollkommen zu öffnen. Und spürt diese Kraft der kosmischen Liebe, wie sie aus euch, ja regelrecht fast hervorschießt, herausschießt. Konzentriert euch auf den Punkt zwischen euren Schulterblättern, auf eurem Brustbein, dort wo euer Herzchakra ist. Und spürt diese Energie, diese Liebe, es ist für manche Leute vielleicht wie ein leichtes Ziehen auf der Brust. Es sind keine Leidenschaften. Es ist eher ein kosmisches Gefühl. Ein kosmisches Bewusstsein. Atme tief ein. Atmet vollständig wieder aus. Konzentriert euch auf euer Herz. Dies ist der Sitz eurer Seele. Dies ist wie ein kleines Sandkörnchen, das da glüht in eurem Inneren. Ganz winzig klein beginnt es, wie eine Stecknadel, die aber scheinbar so hell strahlt wie eine Sonne und auch so heiß glüht wie eine Sonne. Konzentriert euch auf diesen Lichtfunken, in eurer Brust und atmet. Dieser Lichtfunken, ja, wie Stecknadel groß, fast noch nicht einmal so groß wie ein Reiskorn anfangs, fast wie ein Nadelstich in der Schwärze des Universums, wie ein Stern, ein Einzelner, der dort in euch leuchtet. Konzentriert euch auf dieses Licht, auch wenn es winzig klein noch ist. Und fühlt, wie die Energie zieht bzw. fließt. Es fühlt sich für jeden relativ ähnlich an. Wir können das direkt als Druck, als leichten Druck, als ob jemand mit dem Mittelfinger auf unseren Thorax drückt, also auf das Brustbein, oder als ob hinten an unserer Wirbelsäule also ein Druckpunkt ist. Wir können uns auf diese Energieportale konzentrieren. Es kann sein, dass sich auch jetzt spontan andere Energiepunkte hinten an eurer Wirbelsäule öffnen, wie zum Beispiel das Jadekissen. Das ist der Bereich an eurer Halswirbelsäule, wo der Schädel beginnt. Es kann auch sein, dass ihr plötzlich spürt, wie auf eurer Schädeldecke das Kronenchakra sich bemerkbar macht und dort dieser Punkt beginnt zu glühen. Konzentriert euch aber auf das Herz. Öffnet euer Herz, haltet es offen. Sollten Tränen fließen, sollten plötzlich jetzt alte Verletzungen auftauchen, alte Sehnsüchte geweckt werden, haltet euer Herz offen und geht durch diese Katharsis hindurch.
Wer kann, der weint. Wer das nicht kann, der fühlt. Bleibt fokussiert auf diesen Punkt in eurem Herzen. Dies ist eure Göttlichkeit, die in euch lebt, die Göttlichkeit, die ihr seid. Fokussiert euch auf das Herz, öffnet das Herz. Und dieser kleine Lichtpunkt ist das Portal in die fünfte Dimension oder auch in höhere Dimensionen. Aus diesem kleinen Lichtpunkt kann ein Stern entstehen, eine Sonne werden, die weit über euren Körper hinaus ausstrahlt. Dies bedarf sicherlich einiger Übung und Hinwendung zu diesem Licht. Bedenket, die Energie fließt dorthin, wohin ihr die Aufmerksamkeit richtet. Diese Frequenz, diese Resonanz, die ihr jetzt in diesem Moment ausstrahlt, diese Güte, dieses liebliche, friedliche Gefühl breitet sich um euch aus wie ein Balsam der Liebe, wie ein göttlicher Segen. Konzentriert euch auf euer Herzchakra und haltet euer Bewusstsein offen. Haltet dein Bewusstsein offen. Bleib in der Meditation an diesem Punkt verharren. Wander nicht zu anderen Punkten. Kehre hier immer und immer wieder aufs Neue zurück und meditiere diesen Punkt in deinem Herzen, zwischen deinen Schultern. Dies ist eine sehr heilsame Meditation. Sie ist sehr einfach, das hatte ich ja angekündigt. Diese Frequenz, die ihr hier spürt, diese Unendlichkeit, ist Liebe. Unendliche Liebe. Es ist eine Quelle, die aus eurem Innersten fließt in die äußere Welt. Durch die bewusste Kontaktaufnahme jedoch seid ihr in der Lage, diese Energie auf eine irdische Art und Weise bewusst zu erleben. Und durch diese Bewusstwerdung und Hinwendung, die Energie fließt dorthin, wo die Aufmerksamkeit ist, breitet sich der Frieden von eurem Innersten in die äußere Welt aus. Dies hat allerlei positive Nebeneffekte. Dieser Frieden, diese Liebe in euch, breitet sich um euch herum aus auf ganz natürliche, leichte, lichtvolle, liebevolle Art und Weise.
wird dadurch auf harmonischste Art und Weise eure Umwelt, euer Umfeld verwandeln im Licht der Liebe, im Licht kosmischer Liebe. Wer diese Meditation regelmäßig praktiziert, ist nach nur wenigen Tagen in der Lage, diesen Zustand innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. Und es ist sogar sehr ideal, dauerhaft in dieser liebevollen Frequenz zu bleiben, um das eigene Leben zu gestalten, um aus dem Herzen zu leben, um die Führung des Herzens anzunehmen und eben mit dem Herzen zu sehen, anstatt nur mit dem Geist oder mit den Augen oder mit dem Verstand. In der äußeren Welt gibt es viele Schmeicheleien, die dem Verstand schmeicheln. Ihr werdet jedoch sehr schnell spüren, ob es euer Herz erreicht. Das Wahre, das Schöne, das Gute. Und zum Beispiel die Frage, wie ist es jetzt, wenn in meinem unmittelbaren Umfeld, um mal zu einem Beispiel zu kommen. Ich denke, die Meditation ist soweit klar geworden. Bleibt ruhig mal an diesem Punkt, bleibt auf diesem Punkt konzentriert, während ich weiter erzähle und übt euch gleich mal darin, mit dem Herzen zu hören, zu sehen, zu empfangen, wahrzunehmen, das Zentrum der Wahrnehmung im Herz zu halten, nicht im Kopf, nicht im Bauch, nicht in der Kehle, im Herzen. Wenn dann jemand fragt, okay, da sind jetzt so und so viele Sendetürme um mein Haus, was mache ich? Ich will nicht aufs Land. Wenn du diese Meditation für dich durchführst, liebe Fee, weil du das Gefühl hast, du möchtest Frieden schließen mit der Welt, deiner Situation, dann ist der erste Schritt, Frieden zu schließen, logischerweise. Und dies kann dir diese Meditation bringen, den Frieden. Das ist der erste Schritt. Aus dieser Resonanz heraus, der tiefen Liebe und Verbundenheit mit der Welt, mit dir, deinem Leben, aus dieser Verbundenheit heraus wirst du dann nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern wenn du in dieser Verbindung, dieser Religio, Rückverbindung mit dir selbst bleibst und den Kontakt zu deinem Herzen aufrechterhältst über mehrere Tage, wirst du geführt werden. Und das Leben wird dir offenbaren, wohin deine Reise geht. Vielleicht ziehst du ja nur zwei Querstraßen weiter oder an den Stadtrand oder in eine Stelle der Stadt, die von Parkanlagen umgeben ist mit viel Natur oder einfach nur weg von den Sendetürmen oder wie durch Gottes Hand werden die Sendetürme abgebaut. Gottes Wege sind unergründlich. Was wir lernen dürfen als Mensch, als Menschen in dieser Inkarnation, ist es, diesen Herzensweg einzuschlagen und den Schutz von innen nach außen
auszuweiten und die Liebe ganz natürlich fließen zu lassen, wie ein Balsam. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten für sogenannte Feinde. Schon Jesus sagte, liebet deine Feinde. Warum? Wenn ihr von euch aus heraus eure Liebe in diese Welt fließen lasst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Liebe wird die Feinde heilen und die Liebe wird die nötige Transformation anstoßen, die angestoßen werden darf. Und eure Feinde werden zu Freunden und Verbündeten. Oder aber sie werden ablassen, weil sie keinerlei Anhaltspunkt finden, euch zu schaden. Dies ist eines der kosmischen Gesetze. Die Liebe tut der Liebe nichts. Und wenn ihr den Spiegel der Welt erkennt, dass ihr als Mitschöpfer diese Welt seid, die euch begegnet in eurem persönlichen Leben, und es ist nicht die Welt ist, die gegen euch arbeitet, wenn sie gegen euch arbeitet, sondern dass dies eure Projektion im Außen ist, euer Widerhall, der in euch Resonanz findet, um genau diese Resonanz eben durch Liebe zu heilen, nicht durch Kampf, durch Liebe. Je mehr wir uns in den Kampf verwickeln lassen, desto mehr straucheln wir und desto ärger und härter wird die Welt uns unsere Feinde präsentieren. Es gibt in der Kampfkunst eine Regel, die besagt, wer mit dem Schwert lebt, stirbt mit dem Schwert, beziehungsweise stirbt durch das Schwert, was nichts anderes bedeutet, dass jeder gute Kämpfer einen Kampf vermeidet. Desto mehr ihr annehmen könnt, dass diese Welt ein 1:1 Spiegel eures Innenlebens ist und ihr anfangen könnt, diesen Spiegel durch eben diese Technik in Liebe zu tauchen und ihr zuerst einmal in euer Innerstes kehrt, in euer Herz. Und von dort erst einmal den Frieden in euch herstellt, den ihr dann in die Welt tragen könnt. Desto mehr werdet ihr sehen, wie entweder all die äußeren Anfeindungen verschwinden, oder aber ihr werdet erkennen, wie unnötig viele eurer Kämpfe tatsächlich sind. Und ihr werdet eure Waffen strecken, welcher Natur diese auch immer sind. Denn die neue Welt, das Reich Gottes, wird nicht durch den Kampf erbaut, sondern einzig und allein durch die unendliche, bedingungslose Liebe, die aus unserem Innersten in die äußere Welt fließt. Und dies ist eine Energie, die sogar jenseits der Magie ist. Diese Energie darf der Anfangspunkt einer jeden Schöpfung von uns werden, einer jeden Manifestation, einer jeden Affirmation. Mögen wir die Welt aus dem Herzen heraus leben, erleben, schöpfen und aufbauen. Dies ist der wahrhaftige Schutz.
die Überwindung der Dualität, welche sich als Projektion in der äußeren Welt zeigt und welche unsere eigenen Schatten auf uns zurückwirft. Ich sage euch, wir könnten endlos weiter kämpfen. Es führt ins Nichts. Und das wäre immer noch fast praktischer, als in die Zerstörung zu führen. Was auch immer uns im Außen derzeit missfällt, so schwer uns es auch erscheinen mag, es hat den Ursprung in jedem Einzelnen von uns. Und wenn jeder Einzelne von uns in sein Innerstes kehrt, quasi nicht vor seiner Haustür kehrt, sondern in sein Innerstes kehrt und diese göttliche Quelle erschließt, dann haben wir morgen den Frieden auf dieser Welt. Ihr Lieben, ich hoffe, es sind noch einige von euch online. Gerne arbeitet mal in den nächsten Tagen mit dieser Technik. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Ihr konzentriert euch auf euer Herz, auf diesen Lichtfunken in eurem Innersten, auf euer Innerstes, den Sitz eurer Seele. Und ihr lasst einfach mal alles los, alles zu. Und ihr nehmt die Welt einfach mal durch dieses Herz wahr. Diese Übung wird euch helfen, sämtliche eurer Chakren tatsächlich mal zu öffnen und zu erleben. Sie wird euch außerdem dabei helfen, sämtliche Blockaden in euren Chakren selbst zu erkennen und zu lösen. Denn das Herz spricht die Wahrheit. Das Herz ist mit einer höheren göttlichen Weisheit verbunden. Das Herz ist eine höhere göttliche Weisheit. Ihr findet hier alles, was ihr sucht und aus diesem Herz heraus spricht die göttliche Mutter. Aus diesem Herz heraus spricht Gott zu euch, mit euch und beginnt eure Welt für euch, um euch herum zu verwandeln im Sinne der Liebe. Ihr werdet es lieben, ich verspreche euch das. Denn das sind Schöpfungen der Liebe, das ist der Weg des Herzens, der Weg der Liebe, denn das ist eigentlich das Streben eurer Manifestationsarbeit, eurer Magiearbeit, eurer Heilarbeit, die Liebe zu fühlen. Vielleicht haben einige von euch gerade gespürt, dass ihr die in jedem Moment fühlen könnt, ohne große Vorbereitung, ohne große Heilung, ohne große Initiation. Diese Liebe ist immer für jeden Menschen permanent da, in einem unendlichen Überfluss. Und dies ist die Befreiung. Diese Meditation, diese einfache Art,
der Spiritualität wird euer Leben von allen Schweren, von allen Lastern, von allen Hindernissen befreien. Denn diese sind ja nur Ausdruck eurer begrenzten Sicht gewesen durch ein bestimmtes Chakra. Emotionale Dramen, materielle Dramen, zu wenig Geld. Das sind alles verschiedene Ausdrucksebenen einer begrenzten Wahrnehmung auf die Welt. Wenn wir nur durch das Kehlkopfchakra die Welt wahrnehmen, wenn wir nur durch ein Chakra die Welt wahrnehmen, werden wir auch nur einen Bruchteil dieser Welt als Echo zurückreflektiert bekommen, bis wir vollständig zum Bewusstsein erwachen. Und dieses vollständige Bewusstsein im menschlichen Dasein, zumindest bis auf Weiteres, ist es eben, dieses Herzwissen zu erleben und zum Ausdruck zu bringen. Dies ist der erste Baby-Step heute gewesen für viele von euch, für dich, dass du jetzt zuschaust. Diese Meditation kann in 5 Minuten durchgeführt werden. Je öfter ihr es schafft, euch an diesen Herzensraum anzugliedern, anzubinden, zu erinnern, ihn wachzurufen, gerade auch in Konflikten und schwierigen Situationen, desto mehr werdet ihr begreifen und spüren und erleben, wie ein wirklich positiver Wandel stattfindet, den man kaum erklären kann. Weil dies die göttliche Handschrift ist, dies die Handschrift der Liebe ist und dies sich vielen unserer aktuellen Möglichkeiten der Wahrnehmung immer und immer wieder entzieht. Ich lese mal ganz kurz einige eurer Kommentare und bin dann sofort für euch da. Moon Healing fragt, was unsere kosmische Aufgabe auf diesem Planet ist. Dieses Wissen um das Herz möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben am 15. Februar 2022 und morgen sicherlich auch noch und übermorgen auch noch. Je mehr Menschen aus der Wahrnehmungslinse der Universität, des Wissens, der Analyse, der Skepsis und so weiter heraustreten und in ein erweitertes Bewusstsein übergehen, in das Herz, desto besser ist es. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Spannendes in ihn. Das universitäre Wissen steht dem nicht im Weg, sondern es unterstützt diese Prozesse sogar noch. Denn desto größer das Verständnis ist, eines Menschen ist, von der Welt, von Gesetzmäßigkeiten, Biologie, Natur, Physik, Recht, Ethik, Wissenschaft, desto tiefer kann die Erleuchtung auch erlebt werden. Darum geht es mir hier heute nicht darum, das eine oder andere in den Himmel zu heben, sondern etwas zu erweitern, einen größeren Raum anzubieten als den jetzigen, in dem das jetzige Platz finden kann, aber auch die neue Welt den nötigen Platz hat, um sich zu entfalten. Polarität ist ein Schwingungsmuster für die Qualitäten und Dualität ist die ganze Planung. Genau. Die Polarität, ganz wichtig zu verstehen, das sind die Pole, Nordpol, Südpol, wie an einem Magneten, da sehen wir das. Das sind die Gezeiten, Ebbe und Flut, Tag und Nacht, Plus und Minus im elektrischen Strom, das sind Polaritäten, Dualitäten,
sind solche einfachen Sachen wie dieser Stift kann zum Schreiben dienen von einem wunderschönen Gedicht oder von einer Hassrede. Das ändert erstmal nicht viel an der Qualität des Stiftes. Kommt jedenfalls auch an, wie viel tausend Wörter der schreibt. Ab bestimmten Punkt kann jeder sensitive Mensch natürlich auch dann an diesem Stift ablesen, was passiert ist. Aber erstmal ist der Stift neutral. Er kann aber, und das ist Dualität, für die eine als auch für die andere Sache genutzt werden. Das Herz erzeugt ein elektromagnetisches Feld. User schreibt, das Herz erzeugt ein elektromagnetisches Feld, das je nachdem, wie stark und gesund das Herz ist, niedrige negative Frequenzen abblockt. Ja, das ist bestimmt so. Das kann man bestimmt tatsächlich auch biologisch nachweisen mittlerweile. Es wirkt tatsächlich wie ein Schutzschild, wie Enrico sagt. So, jetzt sind wir bei Instagram gerade geblockt worden. Moment, ich muss das mal ganz kurz teilen. Das später noch vernünftig beschriften. Vom FEUM NGO. Abkürzung kenne ich nicht. Claudia Pereira schreibt wunderschön, gracias, sehr gerne. User schreibt stimmt. Ich bin da präsenter als zuvor. Cool. Moon Healing. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mitgemacht hast. Ganz großartig. Wunderbar. Muss man hier ganz kurz das Ausschalten bei Instagram. Ulrike Witt, vielen lieben Dank, Enrico. Es war wunderbar. Es wird jetzt zu meiner täglichen Übung. Das wäre großartig. Gebt es weiter. Ihr habt eigentlich gesehen, wie einfach das ist. Ihr könnt auch den ganzen theoretischen Vorbau einfach skippen, wenn ihr wollt. Hier auf YouTube haben wir die Zeit, das einfach zu machen. Und ich nehme mir die Zeit auch gerne. Denn ich finde, das ist wichtig, jetzt in dieser Zeit, dass wir die Lösungen für die globalen Probleme eben mit dem Herz finden. Wir können intellektuell, hellsichtig, emotional, physisch so viel doktern, wie wir wollen, experimentieren. Wir hätten ja eigentlich die Weltprobleme schon in den letzten 30 Jahren lösen können. Technologien hatten wir, den Wohlstand hatten wir. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen auf diesem Planeten, um alle Konflikte und alles zu überwinden. Wir haben auch das nötige archäologische Wissen über die Herkunft der Menschheit. Das ist ja alles mittlerweile da. Es sind ja keine Geheimnisse mehr. Der Ursprung der Menschheit ist ja kein Geheimnis mehr. Können wir uns auch ein andermal darüber unterhalten. Selbst in Berlin, im Pergamonmuseum, können wir Zeuge davon werden, wo der Ursprung der Menschheit liegt. Man muss da natürlich, und deswegen sage ich, das akademische Wissen ist wichtig. Wenn die richtigen Akademiker zusammenkommen, die nötige geistige Reife haben, offen genug zu sein und zu bleiben für Wissen, das sie empören könnte, wenn die richtigen Akademiker zusammenkommen und aus den verschiedensten Bereichen ihr Wissen zusammentragen, dann wissen sie, auf welches Ergebnis sie kommen. Aber das ist so unerhört, dass wir hier tatsächlich auch den Pink Elephant in the Room haben. Das macht aber nichts. Je mehr Menschen jetzt beginnen, aus dieser Herzqualität heraus zu meditieren, sich zu schützen, zu wirken, gerade jetzt, wo die vierte Dimension sich reinigt, desto besser ist es. Und in dem Moment, wo du spürst, dass du in Bedrängnis bist, diese Meditation kannst du innerhalb von, oder diesen Zustand kannst du innerhalb von wenigen Sekunden wachrufen. Es ist eine Entscheidung, das Herz zu öffnen. Und diese Energie Gottes, die Energie der Liebe fließen zu lassen. Trete dein göttliches Erbe an und vertraue in den 100%igen Schutz des Lebens und Gottes. Und du wirst geleitet und du wirst geführt werden. Namaste. Wir sehen uns. Morgen ist Vollmond. Und ich schaue mal, ob ich das Tarot morgen noch einschiebe. Bleib gesund. Wir sehen uns bald wieder. Mein Name ist Enrico Galvino. Schreib mir gerne einen Kommentar unter das Video, wenn es dir gefallen hat. Gib mir gerne einen Daumen hoch.
Teile das Video, wenn dir die Meditation gefallen hat, wenn du glaubst, dass es anderen Menschen helfen könnte. Wenn du privat mit mir sprechen möchtest, wenn du ein Reading haben möchtest, schreib mir gerne jederzeit. Dann nehme ich mir die Zeit für dich und finden wir einen Termin. Und dann können wir da auch noch tiefer in diese Materie, in dieses Urwissen der Menschheit eintauchen und können viele Steine aus deinem Weg räumen, die dich bisher vielleicht noch daran hindern, dein vollkommenes Potenzial zu entfalten, um eben für dich selbst und für die Menschheit in vollem Umfang und in voller Liebe wirken zu können. Namaste. Ich guck mal, ob mein Trailer jetzt läuft. Mein Abschlusstrailer. Ich glaube, der läuft. Bis bald.